Herzlich willkommen bei hitzing.tv, Ihrem Channel von über und für Hitzing. Gleich zu Beginn das Thema Flüchtlinge. Bereits letztes Jahr sind die Flüchtlinge nach Hitzing gekommen. Wir haben uns mit den Verantwortlichen zusammengesetzt und haben sie befragt, was ist bisher geschehen und wie wird es weitergehen mit den Flüchtlingen. Wir stehen hier vor dem Geriatriezentrum am Wienerwald, wo derzeit ungefähr 850 Personen aus dem syrischen Raum untergebracht sind. Diese Personen sind hauptsächlich Familien, die hier wohnen. Das Geriatriezentrum ist ja letztes Jahr hier besiedelt worden. Das war eine Entscheidung des Landes Wien. Es war ein bisschen eine Nacht- und Nebelaktion, dass die mit den Bussen hergekommen sind. Insgesamt wohnen in Hitzing über 1000, also fast 1100 Flüchtlinge. Damit erfüllt Hitzing als Bezirk ja mehr die Quote als viele andere Gemeinden oder Bezirken in Wien. Weiterer Zuzug von Flüchtlingen ist hier nicht zu erwarten. Die Frau Bezirksvorsteherin Silke Kobold und auch ich haben klar festgestellt, dass das nur eine Übergangsregelung sein kann, weil so große Einheiten mit über 800 Personen ist natürlich auf lange Dauer nicht sinnvoll. Nächstes Thema, Hörnlwald. Hitzing.tv war beim letzten Fackelzug des Vereins Rettet den Hörnlwald dabei. Da jetzt das Wetter wieder wärmer wird, war dies auch der letzte Fackelzug. Es wird statt den Fackelzügen wird es auf jeden Fall einen Fixpunkt geben im Monat. Das ist ein Expertenstammtisch, wo wir Experten aus der Rechtswissenschaft, aus der Biologie, aus der Politik immer zu uns reinholen, wo die Leute, die es interessiert, dabei sein können. Aktuell ruhen die ganzen Hoffnungen nun auf die gefährdeten Tierarten, die im und um den Hörnlwald herum leben. Weiterhin muss darum gekämpft werden, dass der Hörnlwald, so wie er ist, erhalten bleibt. Bitte bleiben Sie dran und unterstützen Sie den Verein Rettet den Hörnlwald auch weiterhin. Die Hitzing.tv-Redaktion empfiehlt jetzt auf jeden Fall, einen Spaziergang im Hörnlwald zu machen. Die Natur wacht wieder auf, der Frühling hält Einzug und es ist wirklich eine wunderschöne Zeit. Nächstes Thema, die ungenutzte Fläche vor Schönbrunn. Wenn es nach der Stadtregierung geht, soll bis 2017 dort ein Busbahnhof entstehen mit Platz für 72 Busse. Da dies einer Betonwüste gleichkommt, ist natürlich der Bezirk und auch die Bewohner des Bezirks dagegen. In ihrem Engagement für den Hörnlwald konnten wir mit Frau Magister Silke Kobold beim letzten Fackelzug hierzu sprechen. Die aktuelle Lage ist so, dass dort eine Flächenwidmung jetzt in der öffentlichen Auflage ist, die jahrzehntelangen Pläne nicht mehr beinhaltet, dass eine Tiefgarage dort im Vorfeld von Schönbrunn errichtet werden kann. Und da sind wir absolut dagegen. Schönbrunn ist wirklich unser Weltkulturerbe Nummer eins, die Top-Sehenswürdigkeit Österreichs Nummer eins. Und ich finde, als solches hat es dieses Areal verdient, dass dort vernünftig nachgedacht wird über eine schöne, touristen- und besucherfreundliche und bürgerfreundliche Lösung für das Vorfeld, eine schöne Gestaltung und alles, was dort Busse und Autos sind, das gehört einfach eindeutig unter die Erde. Da hat es wirklich jahrelange Pläne dazu gegeben, Architektenwettbewerbe, es war eigentlich schon alles fix und fertig unter Dach und Fach. Und dann ist das Ganze irgendwann einmal gescheitert, natürlich auch an der finanziellen Frage. Aber noch einmal, das muss einfach der Republik und der Stadt Wien das wert sein, dass wir da ein ordentliches Vorfeld vor Schönbrunn haben. Welche Schritte werden Sie jetzt setzen? Wir werden im Bauausschuss die Stellungnahme vorbereiten zu dieser Flächenwidmung und der Bezirksvertretung beschließen und ich hoffe sehr und appelliere da auch an alle Fraktionen, dass wir da alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Also da hat auch das Politische wenig Bedeutung, sondern da müssen wir an dieses Weltkulturerbe denken und alles dafür tun, dass diese Flächenwidmung in der Form nicht beschlossen wird. Hitzing.tv wird sich natürlich auch weiterhin für Sie informieren und damit kommen wir zum Königlbergwald. Hier gibt es sehr gute Nachrichten seitens der Bürgerinitiative. Aktueller Stand ist, es werden jetzt oder wurden massive Ersatzpflanzungen durchgeführt. Wir haben es noch nicht durchgezählt, aber es sind sicherlich so an die 150, 200 Jungbäumchen, die hier gepflanzt wurden. Nachgepflanzt sogar mehr, als ursprünglich bei der Bürgerversammlung angekündigt worden war. Dafür wollen wir uns auch bei den Verantwortlichen bedanken. Frühlingszeit ist auch Allergiezeit. Und viele werden davon betroffen sein. Hitzing.tv hat sich in der Jagdschlossapotheke zu dem Thema unterhalten. Oftmals geht der Patient dann zuerst zur Apotheke, um sich mal zu beraten und dann erst zum Arzt. Wie ist da eure Aufgabe? Naja, wir haben den großen Vorteil, dass wir diese Breite der Möglichkeiten vor Ort haben und auch wissen. Und ich glaube, für jeden Patienten und für jeden Menschen und für jede Erkrankung ist ein Kräuterl gewachsen. Ja. Also man kann da sehr, sehr individuell das Richtige finden und suchen. Der eine schätzt Medikamente, der andere sagt, ich möchte eigentlich lieber was Sanfteres zuerst probieren und der dritte sagt, ich halte von Homöopathie überhaupt nichts. Ich
möchte wieder ganz was anderes. Ostern 2016. Auch dieses Jahr waren viele Künstler, Aussteller und Gastronomen am Ostermarkt Schönbrunn vertreten. Hitzing.tv war für Sie vor Ort und hat hierzu berichtet. Ebenso möchten wir Sie jetzt noch gerne auf die Teilsperren der U4 aufmerksam machen. Ab 30. April geht's los. Von 30. April bis 1. Juli wird die Sperre Hütteldorf-Hitzing sein und vom 2. Juli bis 4. September die Sperre Hütteldorf-Schönbrunn. Es wird teils verstärkte Ersatzlinien geben auf der Linie 49, 52 sowie 58. Und das war sie, unsere April-Ausgabe von Hitzing.tv. Wir hoffen, es hat Ihnen wieder gefallen. Freuen Sie sich auf viele weitere informative Beiträge in den kommenden Wochen.